Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Vamp mit Malkondo. Und mit Mulenya. Genau. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was ein Vamp ist. Vamp, Vorstellung eurer Minecraft-Projekte. Ihr habt das ja beim letzten Mal schon gesehen, als wir den Zoo von NKG Crafter, genau. So war es, glaube ich, ne, vorgestellt hatten, dass wir das Ganze Vamp, also V-E-M-P genannt hatten. Ja. Vorstellung eurer Minecraft-Projekte. Genau. Also wisst ihr jetzt immer, wenn irgendwo Vamp vorne vorsteht, dann sind das Minecraft-Projekte von euch. Die genau. Wir let's showen. Gut. Diesmal haben wir die Welt von, Timmy FCK. Unter anderem. Unter anderem, genau. Die Welt nennt sich Minecraft Timotira, wenn ich das so richtig ausspreche. Soll eine Stadt für einen öffentlichen Server mal irgendwann werden. So ist der Plan. Lesen wir doch mal eben ganz kurz, was er denn dazu geschrieben hat. Also, ich habe mit ein paar Freunden angefangen, eine Minecraft-Stadt zu bauen. Diese soll in nicht absehbarer Zeit mal auf einem Minecraft-Server als Stadt für einen Wirtschaftsserver dienen. Auf diesem Server kann man dann das echte Leben sehr genau nachspielen. Echte U-Bahn-Stationen und vieles mehr erwartet die Spieler. Aber jetzt zum Projekt. Der eingesendete Teil ist bisher nur der Anfang dieser Map und soll natürlich noch ausgebaut werden. Wir haben bisher den Anfang eines Containerhafens, ein Hotel, eine Shopping Mall und ein Museum, in Klammern, noch nicht fertig, erbaut. So, das ist bis jetzt das, was die Map angeht. Jetzt wollen wir nochmal gucken, ich muss mal eben raussuchen. Also, mitgemacht haben dabei Timmy FCK, Herr GW, Figo oder Figö, UberX, Joe Bru, Jason 897, Professor Quirrell, Tidaju oder so, PSX Renom und XX Rubinator XX. Ich hoffe, ich habe das zumindest einigermaßen richtig ausgesprochen. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, das sind oft Namen bei, die dann wirklich schwierig sind. Genau. Gut, und wie gesagt, der Einsender war Timmy FCK. Mhm. So, und ich würde sagen, dann gucken wir uns doch mal an, was sie bis jetzt gemacht haben, auch wenn sie noch nicht ganz fertig sind, also noch lange nicht wohl, wie ich das verstanden habe. Ja, hier haben wir einen kleinen Strand. Mitten am Hafen ist natürlich ganz toll. Ja, da vorne sind ja die Bojen, also von dem her. Ja, klar, natürlich, also das, gar keine Frage. Das ist bestimmt durchaus interessant, an so einem Strand zu sitzen und sich anzugucken, wenn da riesige Containerschiffe sind oder so, die beladen oder entladen werden und so. Aber ob ich da jetzt unbedingt drin schwimmen wollte in dem Wasser, wo direkt daneben irgendwie die riesigen Dieselkans durch die Gegend schippern. Huch, ja, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht so genau. Aber da vorne scheint es noch eine springen. Hütte zu geben. Nee. Handtuchverleih, ah ja, alles klar. Ach so, du hast bis gleich wieder hier. Ja. Machst gleich wieder Spielkram. Genau. Jawoll. So, jetzt brauche ich aber ein Handtuch. Ja, dann musst du hier zum Handtuchverleih gehen und kannst da vielleicht ein Handtuch bekommen. Hallo, ich hätte gerne ein Handtuch. Da ist gar keiner. Da ist keiner drin. Warte mal, das können wir ändern. Hä? Dieses automatische Springen. Ja, guten Tag. Ich hätte gerne ein Handtuch. Tut mir leid, ich habe keins. Na toll. Ich habe jetzt Feierabend. Auf Wiedersehen. Ja, super. Ich muss gerade mal gucken, wo war denn hier die Dings-Einstellung? Steuerung, ne? Das für genau, automatische Springen aus. Das ist eine ganz tolle Idee. Das ist so nervig. Ja, das ist... Ist übrigens 1.11.2 und deswegen genau. Haben wir das jetzt gerade nicht. Verdammt, wo war das denn jetzt? Steuerung, da ist genau. So, okay, ich bin so, auch dann so würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Ja. Das machen wir hier mal. Hier ist so ein Gang und da kommt man zu so Schachbrettern. Ah ja, das ist denn, falls die Arbeiter Mittagspause haben oder so, können sie hier eine Runde Schach spielen. Genau. Auch wenn die Figuren nicht ganz ausreichen. Nee, auch für Dame obwohl, doch, reicht das mal. Nicht, oder? Doch, doch, das reicht, glaube ich, oder? Ach nee, dir fehlen die Bauern vorne vor. Ich wollte gerade sagen, ein Feld fehlt, eine Reihe. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Aber es ist halt... trotzdem gut. Ja. Und hier haben wir einen kleinen Bänke. Brunnen. Bänke. Mhm. Das ist sehr, sehr mitarbeiterfreundlich anscheinend hier. Also die haben gleich einen Strand hier ums Eck und Bänke und sowas. Also das lädt dann schon eher zum Faulenzen als zum Arbeiten ein. Aber es ist ja wahrscheinlich, also da es auch eine Mall gibt, soll das auch für Besucher halt interessant sein. Ja, ich würde sagen, welche ist auch eine Bar. Also ich glaube nicht, Was ist denn eine Furchtbar? Furchtbar. Aha, okay, das ist ja wieder, das ist wieder so eine Idee, ne? Da muss ich erstmal wieder schnallen, dass das Furchtbar heißt, alles ja, klar. Ja, 24/7 geöffnet. Okay. Mit Klickstühlen.
Wo bist denn du hin? Ich bin im Frühstücksraum. Ah, im Frühstücksraum. Okay. Sei noch gesagt, hier sind so Schilder mit Lift Up und sowas. Wir haben natürlich kein Bucket hier drauf, deswegen werden wir das nicht benutzen können. Normalerweise kann man hier wahrscheinlich irgendwie hochfahren oder so. Genau, es gibt ja einen Plugin, das ist ein Fahrstuhl-Mod. Da kannst du über Schilder, wenn du die anklickst, eben hoch oder runter. Genau, das... Das können wir natürlich jetzt so nicht. Richtig, da wir ja natürlich nur in Vanilla spielen hier. Genau. Können wir also nur rein vom Design her gucken. Was ist das hier? Gläser, Marmelade? Mhm. Nutella oder sowas? Genau. Lecker, Nutella. Lecker, lecker, lecker. Und ein Apfel oder was soll das sein? Naja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Also Essen auf jeden Fall. Und hier kann man Bücher ausleihen oder wie? Hier wird, denke ich mal, die Rezeption sein, weil... Ach, hier kann man sitzen. Oh. Mhm. Weil ich glaube, das soll ein Hotel sein. Ach so, das wird... Ah, okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier das Hotel sein könnte. Ja, das könnte schon sein. Weil Frühstücksraum und so, das hat man ja ohne Bar. Das ist ja eher... Und das hier Hotel. Ist ein Klavier, ja? Ja. Okay. Unten sogar mit hier diesen Fuß, Gaspedal und Bremspedal dabei. Klavier, wofür das auch immer da ist. Ja, also Gaspedal und Bremspedal wird es nicht sein. Ja, vielleicht, dass man schneller Musik spielt oder so. Ja, und hier kommt man dann eben in die höheren Etagen. Das sieht dann so in etwa aus. Die aber scheinbar auch noch nicht ganz fertig sind, denn da oben sind keine Scheiben drin. Also ich glaube nicht, dass das sonst so angenehm wäre, da drinnen zu wohnen. Genau. So ohne, glaube ich auch nicht. Ohne Fenster. Ja, okay, so, das hier ist hier? Garage, wenn ich das so sehe. Ne, ja. So eine Hochgarage oder sowas. Ja. Ja, das sieht nach Garage aus. Ach, hier muss man springen. Achso, das soll zum Fahren sein. Ah ja, es ist auch gar nicht zum Laufen, sondern zum Hochfahren. Da muss man aber dann schon, ja, es ist sehr holperig bestimmt, also hier hochzufahren. Und hier sind dann auch nochmal Parkplätze. Ja, da drüben noch ein kleines Piratenschiff oder sowas in der Richtung. Ja, da können wir jetzt ja mal eben drüber gehen. Eine kleine Schaluppe. Mal so rüber. Weil da könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell das Museum sein werden könnte soll. Hier hinten. Ja, es könnte sein. Da steht nämlich auch ein Bushaltestelle. Ein Schiffchen drin. Genau. Und hier steht Kasse 1, Kasse 2. Information und Service. Ja, du könntest wirklich mal wieder recht haben. Das wird wahrscheinlich das Museum werden. Mhm. Ach, das wäre ist hier so, möglich. So eine Art Dingens, von den Wikingern da, genau. Wie heißen die Dinger noch? Das weiß ich nicht. Ja, komme ich jetzt keine mal Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Ja, ich anscheinend auch nicht. Ja gut, okay, das ist also das Museum und das Hotel gewesen. Genau, hier haben wir noch ein Schiff. Schiff. Und hier, hier ist so ein Ding. Durchfahrtshöhe. Ach ja, genau, damit man nicht mit LKWs hier reinfährt. Ja. Das ist ja auch cool. Ausgang. Ausgang. Gehen wir doch mal durch den Ausgang. Ja. So. Dann kommen wir hier oben an. Ah ja, und hier muss man dann rechts vorbeifahren. Aha. Wohl hier hinten ist gesperrt, da kann man nirgendwo vorbeifahren. Da geht's noch nicht weiter oder wie auch immer. Was auch immer hier vielleicht mal geplant ist. Wahrscheinlich irgendeine Brücke oder so. Ja, sieht zumindest so danach aus. Die aber wohl zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Okay, ja. Was haben wir hier noch? Haben wir so eine Art Stände? Das hier ist Bushaltestelle. Bushaltestelle nochmal, ja, und Stände. Und das hier soll wahrscheinlich Mülleimer das sein. Ist wahrscheinlich ein Chest-Shop. Also auch hier ist wieder, wir können halt nur zeigen, wie es aussieht. Genau. Das funktioniert halt. Können zwar reingucken in die Truhen, aber drin ist da natürlich nichts. Nee. Also das hier ist entweder ein Mülleimer oder ein öffentliches Klo. Ja, also ich glaube ein Klo. Ja, ich bin da auch also ziemlich überzeugt von, dass es das eigentlich ein Klo ist. Ja. So, dann gehen wir mal hier hinten lang. Hier sind die ganzen Poller, wo die Schiffe dran festgemacht werden können. So viele? Ja. Das glaube ich eher nicht. Dass das alles Poller sind. Nee. Was glaubst du denn, was das ist? Ich glaube, das ist einfach nur eine Hafenrandbegrenzung. Eine Hafenrandbegrenzung? Ja. Nennt man das offiziell so, Hafenrandbegrenzung? Ich glaube nicht. Was ist das hier? Deko. Deko. Ja, Timmy, falls es was anderes ist als Deko, kannst du das ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen Deko. Wahrscheinlich ist es Deko. Ja. Vielleicht soll es auch mal eine Uhr werden. Hier ist ein Kran.
Das ist auch ziemlich nett hier, denn man kennt das ja von den Häfen irgendwie, dass die oben immer diesen Stacheldraht drauf haben, auf den Zäunen. Ja. Das ist ein Kran, ja. Das soll hier Container be- und entladen auf diesem Frachter. Ja, das ist ziemlich cool. Mit Rettungsboot? Ja, mit zwei Booten, zwei Stück. Ja. Naja, es ist ja auch meistens sind da ja nicht so viele Leute drauf auf so einem Frachtkahn. Nö. Es ist ja keine Hochseejacht hier. Der Dings ist cool geworden, der Kran. Der Kran ist nett geworden, ja, auf jeden Fall. Sieht richtig gut aus. Ziemlich nice. So, dann gehe ich mal kurz ins Schiff rein. Ach, da kann man rein? Ja, ja. Oh, ich bin mit. Ja, da ist die Kamera. Ja, Kurs 085741 Grad. Du bist hier nicht der Kapitän. Maschinenlos, leinenlos, Maschinenstart. So, auf geht's. Mikrofon, ja, Wasser, genau, Mikrofon, den Wasser. Mikrofon, nein, den Achterlinken, Mikrofon, nein. Wasser, den, Mikrofon, Wasser. Wie heißt das Ding noch? Achterdeck? Nein. Bug, Heck? Den Ankerlichten. Ankerlichten, den Achterlichten, genau. Genau. Achter raus. Achter raus. Los, Männer, an die Arbeit. An die Kräne. 1, 2, 3. Genau. Okay. Ja, hier hinten dampft's ordentlich. Ach, da. Du bist da. Ich bin da, ja. Okay, ich war schon hier. Du warst hier, wir sind da, ihr seid dort. So, dann haben wir hier wieder ordentlich Container, das kennt man ja auch alles. Ah, hier ist ein Trockendock. Ja. Yep. Ohne was Wasser. Ziemlich nett ist auch hier der Lastenkran, hier dieser Containerkran. Ja, den finde ich auch cool. Auch ganz nett gemacht. Sind ja auch riesen Dinger irgendwie, diese Teile. Das ist schon cool. Beeindruckend. Also jetzt in der Realität finde ich das ziemlich cool. Kann man da auch irgendwo rein? Ja, hier oben ist ja auch die... Das Führerhaus. Ja. Ah, man sieht nichts. Das ist nur alles über Computer. Ach, sowas ist immer doof. Ja, ich könnte so ein Ding ja nicht fahren. Man hier, ja, du fährst ja sowieso auf Schienen. Das ist ja eigentlich, fährst ja nur hin und her. Und die kriegen ja ihre festen Plätze, wie du ja auch hier siehst, haben sie ja auch schön dargestellt hier, dass die Container all ihre festen Plätze kriegen letztlich. Und dann musst du ja wahrscheinlich immer nur auf, ab. Ja, auf, wahrscheinlich. Ab wahrscheinlich. Guck mal, hier können wir noch in das Schleusenhaus. Ah, okay. Okay, da ist aber auch nicht viel. Schleuse zu, Schleuse auf. Naja. Oh. Da tut sich was. Guck mal, da ist die Schleuse aufgegangen. Nochmal zu. Zu funktioniert dann vielleicht doch nicht mehr. Ja, es ist kaputt. Oh. Ich komme hier nicht weg. Das ist irgendwie doof. So, gehen wir wieder raus. Ich will mal kurz die Schleuse angucken. Okay. Da hat sich vielleicht doch nichts getan. Vielleicht haben wir das nur so gesehen. Ja. Vielleicht ja. Vielleicht nein. Das wäre ja cool, wenn man da Wasser reinlassen und wieder rauslassen könnte. Und das wäre schon nett. Aber wie gesagt, keine Ahnung, wie das auf dem Server letztendlich dann wird. So, was haben wir hier? Ritas Pommesbude. Oh, Pommes sind immer gut. Ach, da bist du jetzt erst. Ritas Pommesbude. Ja, Pommes ist nett. Ah, McDonald's. Eventuell Pommes dauerhaft in den Kessel legen. Dauerhaft? Werden die dann nicht schwarz? Das ist wahrscheinlich ein Infoschild für die Erbauer. Wahrscheinlich. Für die Konstrukteure. Das sähe mit Sicherheit nett aus. Mhm. Wenn da Pommes drin wären, so ein Fritteusen. Auf jeden Fall. So, dann was haben wir hier? Ich weiß nicht. Nochmal Parkplätze. Aber nicht so viele. Hier ist irgendwie ein Büro. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Hafen... Ja, wahrscheinlich. Ein Hafenbüro. Ah, hier gibt es wieder einen Fahrstuhl. Da können wir aber leider ja nichts mit anfangen. Achso, aber die sind ja letztendlich jetzt... also das hat jetzt tatsächlich einen großen Fahrstuhl, einen eigenen Raum. Ja. Das andere war ja irgendwie so mitten im Raum. Genau. Keine Ahnung, wie das... Hier auch. Also vier große Fahrstühle. Oh, kann man ordentlich was mit transportieren, auf jeden Fall. Mal kurz von außen gucken, ob man nach oben reingucken kann. Ach, hier können wir über den Balkon rein. Ah,
Und da gibt es dann nochmal genauso viele Büros. Eigentlich okay. Genau das gleiche. Okay, das sind die Fahrstühle aber sehr groß für Büros. Ja. Ja, mit höher geht es dann noch gar nicht. Okay, das reicht ja auch, denke ich, erstmal. Ja. So, was haben wir hier? Was ist das hier? Hühner, Fred. Okay. Ein Hähnchenwagen. Verkauf 10.000 Cooked Chicken für 2,5 pro Stü. Okay. Pro Stü. Pro Stü. Okay. Ah, hier ist die Mall. Ah, okay. Können wir mal einkaufen gehen. Ja. Was ist denn hier? Hier ist, das ist doch bestimmt ein McDonald's oder sowas. Irgendein Restaurant. Jupp. Ja, das ist auch ein Restaurant. Also essen kann man hier definitiv genug. Ja, in auf diesem jeden Hafen. Fall. Das scheint ein Selbstbedienungsrestaurant zu sein. Mhm. Ja, und hier werden dann Sachen gekocht oder so. Ja. Okay. Ah ja. Und hier kann man auch wieder Dinge kaufen dann. Theoretisch zumindest. Theoretisch, genau. Hier ist ja auch nett. Ich wusste gar nicht, dass man so einen Farbverlauf machen kann. Doch, das kann man. Das ist kein Problem. Lift ab, lift ab. Dann ist wieder Fahrstuhl nach oben. Finden Sie weitere Objekte, okay. Mhm. Das ist hier Lederklamotten. Ja. Hier sind dann Shops zum Mieten. Ah, okay, da kann man dann selber... Ja, was ist hier? 7 Tage, 3000 Euro. Ein Klo. Ich habe ein Klo gefunden. Ja, gut. Achso, ich dachte, du musst wieder, weil normalerweise musst du ja immer gleich, sobald du ein Klo siehst. Hier ist ein Loch im Boden zum Reinpinkeln. Ah ja, das ist so ein Klo. Das Männerklo sein. Naja. So, mein hier hoch. Weil hier sind dann auch alles Shops und sowas. Also letztendlich sind es alles Shops, sowohl wahrscheinlich für Spieler als auch fest integrierte Sachen. Genau. So sieht es zumindest aus. Mal, so soll das bestimmt mal werden, zumindest. Ja, hier ist jetzt das Obergeschoss von dem Laden unten. Ah ja, genau. Dieses hier gibt es dann auch wieder Ledersachen. Ja, hier ist, hast du Eisen, Rüstungen, Goldrüstungen. Ja. Ah, hier ist Dings, Ketten. Und wieder Leder. Leder, genau. Naja, gut, okay. Letztlich ist es alles. Und hier sind Standard. Dann halt auch wieder Shops. Die man dann, das sind mal schon die großen Shops irgendwie, ja. Wo die alle 3000 kosten. Nee, der hier kostet 10.000. Ja, der kostet 10.000. Das ist aber auch ein Riesending, also. Ja. Das stimmt wohl. Da kann man dann auch alles drin verkaufen. Mhm. So, können wir so, wieder runter. Gehen wir mal wieder raus. Du bist heute schnell. Uah. Ja, es ist relativ viel und wollen das Video jetzt ja auch nicht ewig lang machen. Dann würden wir mal viel zeigen. Wo bist du hin? Ich bin hier hinten, hallo hier. Guck mal hier. Ach da. Dann. Da waren wir schon, ne? Bei da hinten waren wir genau, schon, da sind Ständen. Wir gekommen. Hier waren wir auch schon in dem Büro. Hier haben wir Check-in und Check-out, was auch immer. Ach, das genau ist. Genau das. Check-in, Check-out. Das ist wahrscheinlich für Dings, für da wir jetzt hier hinten sind. Ah, da sind die Türen ziemlich cool, weil die so aufgehen. Ah, okay, so Schiebetüren, ja. Ja, das ist ziemlich cool. Ja, das ist nice. So, Einzelpersonen, Familien. Ah, okay, das Familien, ist für Schifffahrten, Familien, ne? Einzelpersonen und da wieder Familien. Da kommen wir gar nicht durch. Dann würde ich mal kurz mich durchcheaten. Ich will hier mal gucken. Das scheint aber mehr ein Flughafen zu sein. Hier ist ein Gepäckband. Ja, aber das wird ja kein Flughafen sein, denn wir haben ja Dings, das ist ja Hafen hier. Das ja, kannst ja mit Schiffe genauso. Genau. Ja, du kannst halt, wenn du irgendwo rüber schiffen willst... Kreuzfahrt oder so. Ach, hier kannst du Brot und Wasserflaschen kaufen. Hier ist nichts mehr anscheinend. Mm-mm. Und hier ist einfach nur eine Wartezone. Ja, und hier kann man zu den Schiffen oder was? Schöne Reise. Schöne Reise. Dann kann man hier so rausgehen. Ah! Und wenn kein Schiff da ist, fällt man halt runter. Ah ja, das ist so... Huch! Siehst du? Das ist so hoch. Naja, warum nicht, wenn das so große Schiffe sind? Ja, okay, also, wenn das ein großes... Ich wollte gerade sagen, also so bei großen Kreuzfahrtschiffen, das kann schon... Ja, echt?
kenne ich mich, wie gesagt, so gar nicht mit aus. Die sind ja schon sehr groß. Also, ich bin hier noch nie auf einem großen Kreuzfahrtschiff gewesen. Hier ist ja die Ankunft eigentlich, ne? Genau, das ist aber anscheinend noch nicht fertig. Nee. Das ist auch hier komplett Zufall. Wenn man hier ankommt, kommt man auch nicht mehr weg. Nee, dann ist Schluss, dann bist du gefangen. Ja, also solltest du sehen, dass du hier im Hafen niemals ankommst. Oder lieber zu einem anderen Hafen fährst. Ja, genau. Immer nur Nur wegfahren abfahren. Von hier. Genau. Kein Durchgang. Ach, siehst du, raus. Also man kommt absolut nicht mehr durch. Es ist egal, was du machst. Du hast verloren. Ja. Hier ist ein Leuchtturm, der ist aber noch nicht ganz fertig. Ach, ich dachte, der soll so sein. Reingucken können wir trotzdem mal. Ey. Oh ja. Rüpel. Entschuldigung. Ja, okay. Riesig. Ja, aber der ist noch nicht fertig. Nee. Sehr schön. Ja. Haben wir jetzt alles gesehen? Anscheinend haben wir dann, anscheinend haben wir dann alles durch. Ja, doch, durchaus. Nee, 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 wir haben noch was vergessen. Ehrlich? Ja. Ach, hier, ja. Die Tankstelle. Stimmt. Hier haben wir eine Tankstelle. Und eine Waschanlage. Aber erstmal gehen wir hier in den Shop. Da ist die Kasse. Okay. Oh, die haben hier auch ein Klo. Ja, Darm-Klo. Nicht schlecht. Hallo. Hier kann man sich hinsetzen. Und die Hände waschen. Aber wirklich Pipi machen kannst du da nicht. Hm. Nö, das geht wohl nicht ganz. Na gut. Da ist auch noch eine Tür. So, und hier hinten ist dann noch die Waschanlage. Da kannst du ja mal durchlaufen. Kannst dich mal waschen. Ja. Reinschäumen. Oh, dann kommt man hier nur nicht mehr raus. Nee. Das auch. Also das scheint so... so zu sein, dass man einfach gefangen werden soll. Ja, ja. Es ist so, die wollen ihre Leute, ihre Besucher und alles wollen sie dann einfach nicht mehr weglassen. Weil hier kommen dann wahrscheinlich die Preise dran. Wollte ich gerade sagen, Tafel, da kommen, ne? Dann bestimmt die ganzen Benzinpreise cool. Und Zeugs dran. Ja. Und hier ist noch irgendwie ein unterirdischer irgendwas. Das ist, sieht aus wie ein Tunnel. Wartungsraum. Zutritt nur für befugtes Personal. Okay, dann gehen wir da nicht rein. Ja, aber hier kommt man nicht weiter. Ja, auch schon wieder. Es ist immer das Gleiche. Noch nicht. Wird man wahrscheinlich irgendwann dann doch weiterkommen. Ja, wird man nur bestimmt Moment in die Stadt halt kommen oder zu irgendwelchen anderen Gebieten halt. Genau. Okay, ich glaube, ja, dann haben wir alles gesehen. Dann haben wir alles. Ja. Okay, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen hoch oder halt einen netten Kommentar. Genau. Und ansonsten, vielleicht erfährt man dann ja irgendwann, falls der Server dann mal geöffnet wird. Ja, genau. Wie man da drauf kommt. Okay, dann würde ich sagen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.